Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, dann will ich gleich mal bei dem letzten Satz von Frau Dr. Bunse anschließen, weil wir ja aus dem Trotzalter raus sind und eine sachgerechte Debatte führen. Sie haben einen Teilstandort, also haben Sie eine Förderschule vor Ort. Und da ist es nichts mit dem flächendeckenden Schließen von Förderschulen, so wie es der Kollege Feuß eben schon gesagt hat. Wir haben dafür gesorgt, dass die Kommunen, dass die Kreise ihre Strukturierung neu aufsetzen können. Das heißt, dass man auch mit Verbundmodellen und Teilstandorten eben das Angebot in der Fläche und in den Kommunen sicherstellt. Sie haben ja gerade einen Beleg dafür geliefert, dass Sie genau einen solchen Standort haben. So, das war das Erste. Das Zweite. Ich bedanke mich für die Worte von Yvonne Gebauer, dass sie nämlich noch mal sehr deutlich gemacht hat, dass auch sie es für einen unhaltbaren Zustand hält, dass Eltern von Kindern mit Behinderungen für jeden Schritt haben, kämpfen müssen. Und das ist wirklich wichtig. Nein, das war der Unterschied zu dem, was Frau Bunse gerade gesagt hat, die nämlich auch noch mal deutlich gemacht hat und zugeschrieben hat, im gemeinsamen Lernen gelingt ja kein Alltagslernen von Kindern mit Behinderung. Und das ist so etwas paradox zu dem, was die Erfahrungen im gemeinsamen Lernen gebracht haben. Und ich will mal sagen, die Kinder, meine Kinder, die gemeinsam beschult worden sind bis zum Ende der Klasse 10 mit Kindern mit Behinderung. Das war für die Eltern wirklich der entscheidende Punkt und auch für die Kinder, die sagen, das hätte ich alles an der Förderschule nicht gelernt. Und mich interessiert schon, dass wir noch mal einen Diskurs über die Frage der Förderschulen führen müssen. Und zwar nicht darüber, dass dort nicht engagiert gearbeitet wird, nicht darüber, dass dort mit den Kindern gut gearbeitet wird, aber wir wissen, und das wussten offensichtlich die Eltern auch schon, bevor der Bericht des Landesrechnungshofes vorgelegt wurde, gerade im Bereich der Förderschule Lernen, dass wir da eine Komposition in den Klassen haben, um es aus dem wissenschaftlichen Begriff noch mal rauszunehmen, Frau Dr. Bunse, die vor allen Dingen darin bestanden hat, dass wir die Kinder der Armen, die Kinder der Migrantinnen und einen überproportionalen hohen Anteil von Jungen in der Förderschule Lernen zu verzeichnen haben. Und dass da ganz bestimmte Problemlagen zusammenkommen, die mit kognitiven Fähigkeiten nicht unbedingt etwas zu tun haben. Und wenn Sie das in Abrede stellen wollen, dann sind wir, glaube ich, doch deutlich unterschiedlicher der Meinung. Ich habe den Eindruck gehabt, dass die CDU damals, als wir gemeinsam den Schulkonsens und den Antrag 2010, dass wir uns auf den Weg machen, auf der Grundlage der UN-Konvention ein inklusives Bildungssystem zu entwickeln, hat die CDU mitgetragen, diesen Antrag, dass wir da auf einem anderen Erkenntnisstand waren. Auch was diese Komposition von Schülern und Schülerinnen im Rahmen von Förderschule auf dem wirklich zu bedeuten haben. Und deswegen steht auch im Schulkonsens, vorgeschlagen von der CDU, Förderschulen gehören natürlich, und dazu stehen wir zu jedem Buchstaben, zum Angebot des Schulwesens in Nordrhein-Westfalen, soweit sie trotz Inklusion erforderlich sind. Das hat Herr Dr. Röttgen unterschrieben, das hat Herr Laumann unterschrieben, ausgewiesener Sozialpolitiker. Und das haben wir gemeinsam hier festgestellt und danach handeln wir auch. Jetzt erzählen Sie uns Frau bitte Kollegin nicht was Bär, anderes hier. Frau Kollegin Bär, entschuldigen, ja, dass ich Sie unterbreche. Frau Dr. Bunse würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage Herzlich stellen. Herzlich gerne. Sehr nett, Frau Kollegin Bär. Also erstens mal möchte ich mich noch mal verwahren. Ne? Also ich bin schon an der Seite derjenigen, die benachteiligt sind. Und ich habe sehr wertgeschätzt, dass meine Kinder gut durch ihre Schulzeit gingen und nehmen für mich in Anspruch, dass ich auch immer einen Blick auf andere Kinder gehabt habe. Und diesen Unterton, den Sie da gerade reinbringen wollen, den finde ich sehr verletzend und lassen Sie das bitte. Und dann habe ich einfach nur noch mal eine Frage. In dem Antrag der FDP, finden Sie nicht auch, da geht es doch nur um die Aufrechterhaltung einer Wahlmöglichkeit. Und das, was der Landesrechnungshof festgestellt hat, ist kein Gesetz gewesen oder war keine Veranlassung, von jetzt auf gleich zu 100% so zu handeln. Und dann möchte ich ganz gerne eine Antwort darauf haben. Ja. Wer hat die Entscheidung zu treffen für seine Kinder? Die Eltern oder wir? Also erstens unterstellt ja der FDP-Antrag, Frau Dr. Bunse, da gehe ich ja gerne drauf ein, dass eine Schließungswelle da ist und dass es flächendeckend kein Förderschulangebot mehr gibt, ist schlichtweg falsch. Ist schlichtweg falsch, dass man das erst wieder herstellen muss. Zweitens,
Zweitens hat die Kollegin Gebauer eben selbst gesagt, Mindestgrößen muss es geben. Und wir sind sehr wohl dem gefolgt, was Sie eben sagen, die Frage der pädagogischen Grundsätze, auch bei der Reflexion dessen, was der Landesrechnungshof vorgegeben hat. Der hat nämlich gesagt, es muss auch für Inklusionsprozess keine zusätzlichen Ressourcen geben. Das haben wir ausdrücklich nicht gesagt, sondern wir haben diese Ressourcen obendrauf gegeben und sie nicht eingespart. Das Contra legem seit geraumer Zeit Förderschulen aufrechterhalten worden sind und eine Ausnahmegenehmigung zur Regel geworden sind. Das ist das, was der Landesrechnungshof dargestellt hat. Und an der Frage haben wir in der Tat, um eine flächendeckende pädagogische und qualitatives Angebot herstellen zu können, auch das zu steuern. Denn wir haben Förderschulen gehabt, wo es 18 Kinder noch gegeben hat im Bereich Förderschule lernen mit einem entsprechenden Kollegium in der Fläche. Da können Sie weder die pädagogische Qualität aufrechterhalten, noch ist es im Sinne der gerechten Lehrerausstattung und Steuerung überhaupt so zu verantworten. Und nach den Grundsätzen haben wir gehandelt und nach den Grundsätzen, dass wir durch Teilstandorte Verbundmöglichkeiten in der Fläche dieses Angebot schaffen. Und natürlich ist die Unterstellung im FDP-Antrag, die Förderschulen werden mutwillig geschlossen, eine Schließungswelle und es gibt kein Wahlangebot mehr. Ja, Kollegin, das schreiben Sie doch da und das behaupten Sie und das ist faktisch nicht richtig. Ich nehme im Gegenteil wahr. Und stellen Sie das auch in Abrede, was die Wohnortnähe angeht, dass Förderschulen noch nie im Zentrum der Schullandschaft gestanden haben, dass auch da die Wege eigentlich immer weiter waren. Also die Förderschulstandorte, die ich kenne, liegen eben immer weiter draußen. Ob das G ist oder das KM ist, das ist genauso. Daran hat sich nichts verändert. Sogar durch das Angebot im Regelunterricht wohnortnähere Beschulung auch sonderpädagogisch sehr viel stärker möglich ist. Also in der Fläche gibt es die Angebote. Es hat eine Umstrukturierung gegeben auf der Kreisebene durch die Schulträger und das ist auch richtig, um genau mit der Sicht darauf, wo sind Wahlmöglichkeiten für Eltern, das entsprechende Angebot vorzuhalten. Also von daher sind die Grundannahmen in dem Antrag der FDP leider nicht zutreffend. Ich muss es noch mal sagen. Und es war ein sehr pragmatischer Ansatz, um das auch noch mal zu sagen, gerade mit Teilstandorten und Verbundstandorten zu arbeiten. Denn in der Tat haben die Gutachter uns damals aufgeschrieben, alle Förderschwerpunkte im Bereich Lernen, ESE und Sprache sofort zu schließen. Und genau das haben wir nicht gemacht. Aber das Elternwahlverhalten nehmen wir sehr wohl zur Kenntnis und das drückt sich aus, vor allen Dingen in der Anwahl des Förderschwerpunkts Lernens, was Sie ja auch und was die Kollegin Gebauer ganz genau auch registriert hat und was so zur Kenntnis zu nehmen ist. Und deswegen wird es auch sicherlich weiter an der Stelle zu anderen Schülerströmen kommen, weil die Eltern genauso wählen. Und das fordern Sie ja ein und das werden wir mit den Plätzen im allgemeinen Unterricht dann auch entsprechend ermöglichen. Also von daher ist, glaube ich, genau das umgesetzt worden unter pädagogischen Grundsätzen, die Landschaft so zu gestalten, dass in der Fläche das Wahlangebot da ist. Und ich will vielleicht noch eine Erfahrung noch mitgeben. Und das ist es, was die Elternvereine im Augenblick auch sehr deutlich aussprechen. Auch sie sagen, wir müssen im Dialog sein über die weitere Gestaltung. Inklusion ist ein Prozess, aber die Katastrophenrhetorik und die alternativ faktische Darstellung, das wollen sie nicht. Wir brauchen einen gemeinsamen Prozess, den wir entsprechend begleiten und gestalten. Und dazu sind wir bereit, stehen wir zur Verfügung. Und das sollten wir gemeinsam machen im Sinne der Kinder. Vielen Dank, Frau Kollegin Behr.